So, dann wollen wir mal mit dem guten Mann sprechen. Du bist ein Händler. Ich dachte, hier ist eine Queste. Ein Jagdgebiet. Baal sagte, auf der anderen Flussseite könne man gut Maschinen jagen. Ja. Nö. Ich glaube, von einem Händler brauche ich momentan nicht viel. Ein Jagdgebiet, da kann man gut Maschinen jagen. Dieser Mann. Er sieht nicht wie ein Nora aus. Oh, eine Leiche. Wir plündern hier erstmal ein bisschen, bevor wir sprechen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Gut. Dann sag an, was gibt's? Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Baal sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Soll heißen? Banditenlager, Teufelsdurst. Rede mit Neil erst beim Teufelsdurstlager. Im Moment sitzt er noch vor mir. Aber gut. Quests, begib dich. Hauptquest, Nebenquest, Aufträge. Das ist nochmal unterteilt. Jagdgebiet. Jagdgebiet ist auch eine Questreihe. Okay. Ja gut, das würde ich sagen, können wir durchaus mal machen. Das Jagdgebiet heben wir uns für ein andermal auf. Ich denke, sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Ja, ich denke, was ist das da drüben? Dass wir dann auch mal eine Runde irgendwann gehen werden, wo wir einfach nur wo wir einfach nur solche Dinge dann abhaken, die noch offen in unserem Questlog sind. So. Diese Ruinen. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Da drüben. Okay, aber was heißt, der Fokus empfängt ein Signal, was du scannen willst? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Das da. Unbekanntes Signal. Laufende Übertragung. Das bewegt sich. Das Signal. Wo kommt das her? Ja, was denn? Untersuche das Signal. Langhals. Teufelsdurst. Langhälse. Ah, okay. Ja, also dann machen wir erstmal das. Und reden später mit Neil. Darauf habe ich jetzt mehr Bock. Denn keine Ahnung, was so ein Langhals sein soll. Komme ich hier raus? Oh Gott. Ganz schön starke Strömung. Etwas Wasser kann nicht schaden. Nö, sicher nicht, Aloy. Auf jeden Fall ist dieses Signal in Bewegung. Und ich glaube, ich weiß auch, wie es aussieht, was dieses Signal verursacht, da ich einfach
glaube, das ist was, was man auch schon mal gesehen hat. Keine Ahnung, ob auf der Verpackung des Spiels, auf dem Cover oder... Okay, da stampft was. Da stampft uns. Sieht genauso aus, wie Rust es beschrieben hat. Das Signal kommt wohl aus seinem Kopf. Also muss ich irgendwie da hoch. Du musst irgendwie da hoch? Ist das Ding eigentlich auch feindlich? Der Langhals, dieses giraffenähnliche Wesen? Muss ich mich da anpirschen oder... Was haben wir denn hier alles? Pressemeldung. Textdatenpunkte wild. Pressemeldung beschädigt. Das Heere May-Programm lockt junge Menschen zurück nach Neuseeland. Auckland, 1. Januar 2062. Annalise Cameron war gerade einmal 3 Jahre alt, als ihre Familie 2036 vor der Überflutung floh. Jetzt ist sie zurückgekehrt. Wir machen immer Witze, dass es nicht mehr Neuseeland ist, sondern Neuseeland. Aber das ist nur Spaß. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben zu Hause. Cameron gehört zu den etwa 17.000 jungen Menschen neuseeländischer Abstammung, die am Harrow-May-Programm ihrer Regierung teilnehmen, das den Heimatvertriebenen Steueranreize für ihre Rückkehr bietet. Das Programm wurde von Premierministerin Tama Ngata erdacht, deren Verdienst es ist, nach der Citarum-Katastrophe durch risikoreiche Investitionen in die Nanotechnologie-Bauindustrie die Wiederbelebung von Auckland und Christchurch schnell vorangetrieben zu haben. Wir müssen die Welt wissen lassen, dass es uns noch gibt, sagten Gata in ihrem Programm. Unser Volk ist stark, nicht einmal das große Sterben konnte uns vernichten. Wir haben den Wiederaufbau geschafft und unsere Türen stehen offen. Okay, scheinbar fehlt mir aber schon so ein Textpunkt. Oder das ist hier einfach wegen falscher Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal erfahren, wo die alles sind. Wo läuft das Ding denn hin? Kommt das auch wieder? Und kann man das... Geh mal bitte weg da. Danke. Oh, jetzt steht da der Nächste. Hätte ich wohl nicht ganz so unvorsichtig hier reinrennen sollen. Aber das Ding ist so langsam, da will ich schon sehen... Was ist denn hier so hell? Da will ich halt schon sehen, dass wir irgendwie... Wow, da zittert der Controller. Wie kommen wir denn auf dich drauf, gutes Wesen? An den Beinen kann ich mich nirgends festhalten. Es muss irgendwie anders gehen. Okay, wir müssen also irgendwo nach oben, wo das Ding vorbeikommt. Also wohl da rein. Zu den Wächtern oder was? Ist da noch irgendwo Gras, wo ich mich verstecken könnte? Und die Biester vielleicht auch wieder nach und nach überraschen könnte? Das würde mir jetzt ganz gut gefallen zumindest. Das dreht hier seine Runden, das Langhalsteil. Oh, da ist auch noch eins. Können halt auch schießen, nicht wahr?
herkommt. Oh, der kann auch runter. Da ist also eine Treppe, okay. Immerhin wird es jetzt wieder Tag, da müssen wir ja nicht so ganz im Dunkeln rumstolpern. So, das war's mit dem. Du könntest mir ja mal dein Auge zeigen, kleiner Wächter. Bringen wir es hinter uns. Nein, 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 nein. Lass mich in Frieden. So, der Nächste, der es gehört hat. Und haben wir noch einen? Da ist noch irgendwas, was gerade hüpft das? Ein bisschen höher, bitte. Mensch. Sondern haben nichts bemerkt. Welche anderen? Welche anderen haben nichts bemerkt? Gut, dann würde ich sagen, wir müssen mal sehen, dass wir hier hochkommen irgendwie. Wir müssen von so einer Ruine. Sieht einfach nur schön aus hier. Ich kann mir nicht helfen. Wir müssen hoch irgendwie auf den Rücken von diesem Vieh. Wow. Ja. Ein bisschen die Landschaft bewundern gehört. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen. Wohl auch dazu in diesem Spiel. Das ist so einfach nur genial gemacht. Du müsstest von hier aus auf den Langhals springen können. Ich schaue aber gerade mal noch. Da käme man noch hin. Hier liegen aber keine Sachen, ne? Ich weiß nicht, ob du meinst von hier aus. Kommt der hier lang? Ich meine, das ist ja wie so eine kleine Sprungrampe. Optisch. Der ist immer noch extrem hoch. Bist du dir sicher, dass du das kannst? Ich würde hier ungern abstürzen. Schön, wie der Controller vibriert. Hoppala. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Nur noch? Bei jedem Schritt vibriert mein Controller. Das finde ich gerade genial. So, ich würde jetzt aber ungern hier irgendwie abstürzen. Ich hoffe... Da eine alte Kirche, der Turm. Also ich glaube, wenn wir auf Kopf sind, machen wir erstmal eine Runde mit. Geschafft. Und jetzt? Überbrücken. Und was bringt uns das? Sorry Leute, ich muss hier erstmal eine Runde mitmachen. Das ist einfach nur gerade so richtig... Wow. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn wir den überbrückt haben. Der dann seine Route ändert. Das ist auf jeden Fall ein sehr... braves Maschinchen. Da
schüttelt uns nicht ab und nichts. Okay, ein Hochhaus. Sieht schon sehr genial aus. Da waren wir gerade unterwegs, oder? Der Controller spielt gerade etwas verrückt. Nur als Info am Rande. So kann es gehen. So erobert die Natur sich quasi alles zurück. Was von Menschen aufgegeben oder verlassen wurde. Oh, da unten ist ein Sägezahn, oder? Auch schön, wie sie hier übrigens versucht, die Bewegungen von dem Kopf auszugleichen. Und etwas, naja, schwankend dasteht. Ich weiß, ich weiß. Mir würde das auch überhaupt nicht gefallen. Weißt du, was du tust, Aloy? Sendet es auch an andere Maschinen. Das heißt, er merkt sich alles, was er sieht. Das heißt, so ein Langhals ist quasi sowas wie ein Synchronisationspunkt im anderen. Langsam wird die Karte riesengroß. Leute, sollen wir uns das alles noch angucken? Das ist der nächste Langhals. Ach ja, um diese Dinge dann freizulegen. Oh, ja, wir haben noch einiges vor. Gut. Und abseilen dann bestimmt. Von irgend so einem gelben Ding. Ich fühle mich immer noch wohl hier oben. Was ist das da jetzt? Das Banditenlager oder wie? Ich würde mich aber gerne noch in den Ruinen hier in dieser Stadt einfach umgucken wollen. Ja, dann... Haben wir den jetzt kaputt gemacht? Was denn jetzt? Gehört da noch zu uns? Hm. Notizbuch, haben wir jetzt den Langhals hier. Den müssen wir mal schnell noch mit aufnehmen. Eintrag, genau. Da haben wir ihn. Informationsspeicher-Hub. Überbrücken für Infos über den aktuellen Bereich. Ach so. Was sind das? Harte Außenhülle. Überbrücken entsperrt. Lässt sich nicht stören. Er umkreist ein Gebiet und beobachtet Maschinen und seine Umgebung. Ich will auch nicht wissen, was passiert, wenn man den angreifen würde. Ob der weiterhin friedlich ist oder Teufelsdurstlager. Was ist das? So. Läufergebiet. Und hier ist dann das Schlachtfeld. Hier wäre noch eine... Ach nee, altes Waffenlager. Hier ist die Ruine. Gut, wir müssen eh... Irgendwie in die Richtung. Für das Lager. Deswegen denke ich, können wir uns auch ein bisschen umgucken hier in dieser Stadt. Das ist einfach nur so krass. Ich hoffe, hier sind nicht viele Maschinen unterwegs. Da fühlt man sich doch gleich als ein sehr kleines, unbedeutendes Menschlein.
man sich das so anschaut. Aber irgendwer hat hier Fackeln hingestellt. Kommen wir da rein? Ich wüsste ja auch gern, ob es hier noch mehr so Textdateien und sowas gibt. Das ist ein Balkon gewesen hier. Was macht der denn für Töne? Aber ist wirklich unbeeindruckt gewesen. Von uns. Wo war denn dieses? Gott, ist das, wo ich dachte, eine Kirche? Oh. Da würde ich auf jeden Fall gerne mal rein. Und wenn da ein Sägezahn Wache hält. Der Luftdruck. Was hast du mit dem Luftdruck? Na toll. Jetzt haben wir wieder Scheißwetter. Und ich sehe nicht mal mehr. Da ist der Sägezahn, aber wo ist hier Gras zum Verstecken gewesen? Der kommt hier lang. Nur wie weit kommt der hier lang? Kann man ihm eine Falle stellen? Aloy? Schön leise jetzt. Ja, ganz leise. Ist doch Wahnsinn, so einen Sägezahn anzugreifen. Ah, hier kommt der wieder. Da sind auch noch ein paar mehr alarmiert. Na gut, da war noch so ein wie hießen die? Graser. Es wäre ja schön, wenn ich das irgendwie von oben klären könnte. Aber das wird wohl nicht gehen. Ich sehe hier zumindest nichts. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Nichts zum Hochklettern. Das ist die Frage. Könnte ich irgendwo hoch? Oh, was haben wir denn hier? Noch ein Datenpunkt. Nee, ich wollte das gerade. Einmal den falschen Knopf erwischt. Das da. Transkription, die Jeff Andreatis Show. 17.04.62, Teil 4. Transkriptionen in jeder Folge werden innerhalb von 24 Stunden auf andreatis.holo/transcripts gepostet. Besuchen Sie andreatis.holo und melden Sie sich noch heute für Jeffs Newsletter an. Jeff, und da sind wir wieder. Hallo zusammen. Hier ist die Jeff Andreatis Show. Natürlich übertragen vom rational-kapitalistischen Immersicast-Netzwerk und kommen wir direkt zum Punkt. Es gibt diesen Trend unter jungen Leuten, ausgerechnet nach China auszuwandern, um dort zu arbeiten. Sie wollen in China Fabriken, in Chinas Fabriken arbeiten, körperliche Arbeit verrichten. Das ist einfach. Heute gab es diesen Artikel auf Café Intel, eine dieser kulturellen Trendseiten, die bei den Aufklärern so angesagt sind. Und da stand, dass sich die Immigration von amerikanischen Staatsbürgern nach China seit 2050 verdoppelt hat. Und wie kommt das? Tja, Café Intel will uns weismachen, dass die Unternehmenshoheit der aktuelle Lieblingsboomer der Linken und die zunehmende Automatisierung ihre Chancen hier in Amerika eingeschränkt haben. Leute, ich weiß, das muss ich den klügsten Zuhörern der Welt nicht sagen, aber das ist absurd. Wisst ihr, was die Chancen dieser jungen Leute tatsächlich eingeschränkt hat? Schlechte Entscheidungen und nichts anderes. Gerade jetzt, in diesem Moment, steht jedem die beste Ausbildung der Geschichte zur Verfügung, der den Mut hat, sich um einen bescheidenen Kredit zu bewerben.
Aber nein, diese Kinder, diese verzogenen früher war alles Besser-Sager mit ihren nachgeplapperten, ungeprüften Vorurteilen gegen die fantastische Arbeit, die Unternehmen in aller Welt leisten. Und besonders in diesem Land, sie plärren, oh nein, ich will nicht in eine Unternehmensschule gehen. Ich will nichts Nützliches von erfolgreichen Leuten lernen. Ich will nach Vancouver ziehen. Ich will einen Abschluss im Bashkor-Studien an der bekifft bis zum geht nicht mehr Universität machen. Was genau hatten Sie denn erwartet, wenn Sie mit Ihrem Abschluss in kreativer Ausdrucksweise von irgendeiner linken Bildungsschmiede an der Ostküste kommen, von der noch nie jemand gehört hat? Leute, in diesem Land gibt es keine Abwanderung der Intelligenz, es gibt eine Abwanderung der Schande. Und ich sage, weiter so. Wir werden hier gleich die Leitungen freischalten. Wenn ihr einen Kommentar abgeben möchtet, wisst ihr, wo ihr uns findet. Wie immer, keine Skins, keine Stimmverzerrung. Wenn sich jemand in meiner Show wie ein aggressiver Arsch aufführen will, dann bitte offen und ehrlich, ihr Feiglinge. Okay, klingt nach irgendeiner Radioshow. Es lohnt sich also doch hier ein bisschen zu gucken und zu machen und zu suchen. Das Problem ist, wenn ich den abschieße jetzt von hier, sieht der mich und kommt hier hoch. Das ist ja nirgends in Sicherheit geklettert. Da komme ich nicht hoch. Das ist gerade mein ganzes Problem. Könnte ich mich irgendwo höher gelegen positionieren? Würde mir das schon mehr behagen. Oh, ich sehe hier gerade so gut wie gar nichts durch diesen Scheißregen. Ich will in dieses Kirchenähnliche Dingens.